Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Start in die Woche, Türchen Nummer 7 des Angelberger Adventskalenders. So, wo haben wir sie denn? Die 7, die 7, die 7. 1, 2, 3, 4. Da ist er. Direkt vor der Nase. Hier, schön in der Mitte vom Iglu. Mal schauen, was wir da heute Schönes haben. Packen wir mal ein bisschen bei die Seite hier. So, und da würde ich mal sagen, legen wir schon los. Und los. Und da haben wir noch eine Packung Gummifische. Gestern hatten wir ja zum Nikolaus die fertig bebleiten, sage ich jetzt mal, die den, ich sage jetzt mal Easy-Shiner, Dudes von Zec sozusagen, oder die Easy-Shiner von Kitex natürlich sehr ähnlich sahen, schon fertig ausgebleit waren. Ausgebleit sagt man doch eigentlich nur beim Stippangeln, oder? Ich meine natürlich mit Jigköpfen versehen. Und hier, was haben wir heute hier? Eine Packung Wild Devil's Baits Tornado, nennt der sich hier, Green Flash in 10 cm. Das ist auf jeden Fall was hier so ein bisschen für die Barsche, würde ich mal sagen. Ich will mal dran riechen. Ja, die sind auch geflavored. Genau, Shrimp Flavor. Super soft, designed in Japan und Real Fish Action. Und irgendwer hat unter meine Videos geschrieben, ich soll immer den UV-Test machen und die sind auf jeden Fall UV-aktiv. Genau. Ja, eigentlich ein schöner Köder, würde ich mal sagen, so ist in die Richtung Barsch, Zander, gerne auch auf Hecht, ne, auf kleinere wahrscheinlich eher. Ja, hinten so ein etwas längerer Twisterschwanz dran. Ja, eigentlich ein schöner Köder, würde ich mal sagen. Den kann man schön fischen. Ja, zweimal Gummi jetzt hintereinander, vielleicht jetzt nicht optimal gepackt, hätte ich vielleicht. Aber müssen wir mal gucken, was morgen drin ist. Vielleicht hätte ich ein bisschen durchgetauscht. Aber ansonsten, schönes Türchen. Ja, kann man so machen. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns morgen. Macht's gut, euer Lemmy.